6. Mai 1945. Ein prominenter Gefangener wird ins alliierte Hauptquartier nach Reims gebracht. Generaloberst Alfred Jodl. Sein Auftrag: Verhandlungen über die Kapitulation Nazi-Deutschlands. US-Colonel Kirk Lawton dokumentiert mit seiner Amateurkamera das weltgeschichtliche Ereignis. Farbaufnahmen, die bislang unveröffentlicht geblieben sind. Alfred Jodl hofft auf einen separaten Waffenstillstand mit den Westalliierten. Doch die verlangen die bedingungslose Kapitulation an allen Fronten. Um 2.41 Uhr unterschreibt der Generaloberst das Papier. US-Oberbefehlshaber General Eisenhower gibt anschließend bekannt, dass am 9. Mai, 1 Uhr deutscher Sommerzeit, der Krieg in Europa zu Ende sein wird. 55 Millionen Menschenleben hat Hitlers Wahn von der Weltherrschaft gekostet. Ein ganzer Kontinent liegt in Trümmern. Die deutsche Militärmaschinerie, die fast ganz Europa in ihre Gewalt gebracht hatte, ist zerschlagen. Die Menschen hoffen auf eine friedliche Zukunft. Kaum jemand ahnt, dass mitten im besetzten Berlin schon bald die Frontlinie des Kalten Krieges verlaufen wird. Herzlich willkommen bei Spiegel TV Spezial. Nach den erfolgreichen Serien Das Dritte Reich in Farbe und Der Zweite Weltkrieg in Farbe hat sich Spiegel TV-Autor Michael Kloff diesmal auf die weltweite Suche nach Farbaufnahmen zur Geschichte des Kalten Krieges gemacht. Mit unveröffentlichtem Amateurmaterial und seltenen Propagandafilmen aus privaten und staatlichen Archiven gelingt es ihm, einen neuen und ungewohnten Zugang zur Geschichte der Nachkriegszeit zu eröffnen. So sind einzigartige Szenen aus dem zerstörten Deutschland, private Filme von der Berliner Luftbrücke und britische Aufnahmen vom Bau der Mauer 1961 zu sehen. Propagandafilme aus Ost und West zeigen die angespannte Situation Berlins in der Sprache des Kalten Krieges. Und Amateurmaterial dokumentiert eindrucksvoll den Schrecken der deutschen Teilung und die geistige Enge der 50er Jahre. Moskau am 24. Juni 1945. Die Sowjetunion feiert ihren Sieg über Nazi-Deutschland mit einer Parade auf dem Roten Platz. Dieses Großereignis wird von den besten Kameraleuten des Landes dokumentiert. In 35 mm Farbe. Die Sowjetführung begibt sich auf das Lenin-Mausoleum. Zum großen Vaterländischen Krieg gegen die Invasoren hatte Generalissimus Stalin 1941 aufgerufen und ihn an der Seite der Alliierten gewonnen. 20 Millionen Sowjetbürger waren dabei ums Leben gekommen. Auf einem Schimmelhengst nimmt der Sieger von Berlin, Marschall Grigori Schukow, die Huldigung seiner Soldaten und der Kremlführung entgegen. Salutschüsse künden der Stadt und dem Sowjetvolk den Triumph. Dann rollt eine gigantische Militärparade über den Roten Platz. Auch den Alliierten soll die Stärke der Roten Armee eindrucksvoll demonstriert werden. Denn mit diesem Sieg über Nazi-Deutschland hat die Sowjetunion endgültig ihren Platz unter den Großmächten eingenommen. Und Stalin ist entschlossen, seinen Machtbereich über ganz Europa auszudehnen. Und das Volk im ganzen Sowjetreich soll des Diktators Triumph in den Kinos bewundern dürfen. Ein Höhepunkt steht noch aus. Zu Ehren des sowjetischen Diktators sollen Rotarmisten die Feldzeichen und Standarten der Hitlerarmee als Trophäen des Sieges präsentieren. Tage und Nächte hatten 200 Soldaten üben müssen. Jetzt ist der historische Moment gekommen.
Berlin ein paar Wochen später. Der sowjetische Außenminister Molotow und Stalins Geheimdienstchef Beria begeben sich auf eine Stadtrundfahrt durch die Reichshauptstadt. Hitlers zerstörte Reichskanzlei ist für die hohen Gäste die Attraktion, inklusive einer Besichtigung des Führerbunkers, wo der Diktator nur wenige Wochen zuvor Selbstmord begangen hatte. Dieser ungewöhnliche Farbfilm verschwand für Jahrzehnte im Archiv und wurde erst nach dem Untergang der Sowjetunion wiederentdeckt. Ganz Berlin und ganz Deutschland unter sowjetische Kontrolle zu bringen, das ist die Absicht Stalins. Und seine Schergen sind fest entschlossen, diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Die Berliner haben zu dieser Zeit kaum eine Vorstellung von ihrer Zukunft. Sie sind froh, dass der Krieg zu Ende ist, dass sie den alliierten Bombenangriffen entronnen sind und die Schlacht um Berlin überlebt haben. In Potsdam haben sich die Sieger versammelt, um über das Schicksal der Besiegten zu beraten. Doch in Schloss Cäcilienhof wird rasch klar, dass die Vorstellungen der großen drei nur mühsam in Einklang zu bringen sind. Man verständigt sich darauf, dass Deutschland nicht aufgeteilt wird. Der Westen akzeptiert Stalins Forderung nach der Abtrennung Ostpreußens und der Gebiete östlich von Oder und Neiße. Das Land soll völlig abgerüstet und entmilitarisiert werden. Die Deutschen müssen Reparationen leisten. Pressetermin am Ende einer Ära und zu Beginn einer neuen. US-Präsident Truman, Generalissimus Stalin und der britische Premierminister Churchill im Garten von Schloss Cäcilienhof. Es ist die letzte Zusammenkunft der Kriegskoalition. Denn für den Frieden gibt es keine gemeinsame Planungsgrundlage mehr. Kaum ein Jahr später wird Winston Churchill vom eisernen Vorhang sprechen, der Europa teile. Der Kalte Krieg macht die Hoffnungen vieler zunichte. Bilder aus einem besetzten Land. Die Siegfriedlinie, einst das Bollwerk Nazi-Deutschlands im Westen, ist zur Touristenattraktion für die Sieger geworden. Zwei GIs sind in diesem Sommer 1945 aufgebrochen, zu einer Reise in die amerikanische Besatzungszone. Ziel der US-Soldaten ist Frankfurt am Main, das Hauptquartier der amerikanischen Streitkräfte im besiegten Deutschland. Mit Fotoapparat und einer kleinen Amateurkamera dokumentieren sie dort das Leben nach der Stunde Null. Am 29. März 1945 hatten Einheiten des 8. US-Korps Frankfurt besetzt. Die Stadt gleicht einem Trümmerfeld. Seit 1941 war sie immer wieder Ziel britischer Luftangriffe gewesen. Die Bomben der Royal Air Force zerstörten schließlich die historische Altstadt und 80.000 Wohnungen. Fast die Hälfte der Stadt. Und den GIs gelingen einzigartige Farbaufnahmen vom Leben in den Ruinen, die bislang unveröffentlicht geblieben sind. Anfang August 1945 hat der amerikanische Präsident Truman die Heimreise angetreten. An Deck der USS Augusta vertreibt man sich die Tage mit Sport und Musik. Nur wenige ahnen, dass der Countdown für den Beginn eines neuen Zeitalters läuft. Noch in Berlin hatte Truman befohlen, den Krieg im Pazifik mit einem Schlag zu beenden. Der US-Luftwaffenstützpunkt auf Tinian. Seit die Amerikaner die Pazifikinsel in einer blutigen Schlacht gegen die japanischen Besatzer erobert haben, wurde sie zu einem riesigen Flugfeld ausgebaut. Von hier aus können die Bombenflugzeuge der US Air Force Japan direkt erreichen. So startet an diesem 6. August eine B-29 gen Japan. Diesmal beladen nur mit einer einzigen Bombe, fast 4 Tonnen schwer. Das Ziel Hiroshima.
Um 15 Uhr Ortszeit kehrt die Enola Gay auf ihren Stützpunkt zurück. Knapp 6 Stunden zuvor hatte die Besatzung die erste Atombombe abgeworfen. Hiroshima war ausgelöscht worden. Der amerikanische Präsident ist längst über den Abwurf der Atombombe informiert. Bei einem Frühstück auf der USS Augusta spricht er von einem überwältigenden Erfolg. Die Besatzung der Enola Gay verlässt das Flugzeug. Aus der Hand von General Spatz erhält Oberst Paul Tibbets, der Pilot der Enola Gay, den höchsten Verdienstorden der USA. Zwei Tage später erteilt Truman den Befehl zum Einsatz einer zweiten Bombe. Am 9. August wird Fat Boy auf Tinian verladen. Als Ziel ist das japanische Industriezentrum Kokura vorgesehen. Doch die Stadt liegt unter dichten Wolken. Um 11 Uhr vormittags klingt Bombenschütze Kermit Bean dann die Bombe doch noch aus, über Nagasaki. Sie detoniert in 500 Metern Höhe. In Nagasaki sterben an diesem Tag und in den folgenden Wochen etwa 20.000 Menschen. 50.000 werden schwer verletzt. Das Kaiserreich Japan kapituliert bedingungslos. Ein paar Monate später machen amerikanische Kameraleute Filmaufnahmen im besiegten Japan. Vor allem in Hiroshima sollen sie das Ausmaß der Schäden dokumentieren. In Farbe. Hiroshima existiert nicht mehr. Fast 100.000 Menschen sind hier ums Leben gekommen. Japanische Ärzte führen den Kameraleuten der US Air Force Überlebende der Katastrophe vor. Noch Jahrzehnte später wird die radioaktive Strahlung in Hiroshima und Nagasaki immer neue Todesopfer fordern. Der Zweite Weltkrieg ist hier noch lange nicht zu Ende. Peiping, China, im Dezember 1945. Eine amerikanische Militärparade demonstriert den Willen der USA, auch in China Einfluss zu gewinnen. Von den Japanern befreit, herrscht im Reich der Mitte jetzt Bürgerkrieg.
Generalissimus Chiang Kai-shek erhebt mit seiner nationalchinesischen Armee den Anspruch auf die Macht, die ihm vor allem von den Kommunisten unter der Führung von Mao Zedong streitig gemacht wird. Die USA unterstützen Chiang mit Militärberatern und Waffen. Nach der Niederlage der Kuomintang 1949 wird Chiang Kai-shek mit seiner für Extravaganzen berüchtigten Ehefrau auf die Insel Taiwan flüchten und dort eine autoritäre Gegenregierung installieren. Auch im besetzten Deutschland sind 1946 die Folgen von Krieg und Niederlage unübersehbar. Doch das Leben geht weiter. Seltene Amateuraufnahmen aus Köln am Rhein. Der Journalist Peter Fischer ist ein begeisterter Hobbyfilmer und hat noch etwas Farbmaterial in seinem Besitz. Der erste Nachkriegswinter ist überstanden. Und so dokumentiert Fischer einen Familienausflug. Gattin Charlotte und die beiden Sprösslinge Knut und Sibylle amüsieren sich auf dem Rummelplatz. In der Ruinenwelt von Berlin dreht etwa zur gleichen Zeit Hubert Schütze mit seiner 16mm Kamera Farbaufnahmen. Als kriegswichtiger Mitarbeiter der Siemens-Werke war der Amateurfilmer UK gestellt gewesen und hatte so den Krieg überlebt. Berlin ist inzwischen in 4 Sektoren aufgeteilt. Familie Schütze lebt im amerikanisch besetzten Teil der Stadt. Noch sind die Spannungen zwischen West und Ost für die Berliner kaum spürbar. Wie zu Vorkriegszeiten geht man am Sonntag im Zoo spazieren. Und Töchterchen Ingeborg wird fürs Familienarchiv auf Zelluloid gebannt. Der US-Flottenstützpunkt in Key West, Florida, Ende 1946. Seit Winston Churchill ein paar Monate zuvor vom eisernen Vorhang gesprochen hatte, der Europa in 2 Hälften trenne, rüstet Amerika auf. Präsident Truman weilt in Key West, um dort wie immer Urlaub zu machen. U-2513 liegt hier zurzeit vor Anker. Das deutsche Beute-U-Boot gehörte in Hitlers gefürchteter Unterseeflotte zu den modernen Elektrobooten. Der Präsident besichtigt es nicht nur zum Zeitvertreib. Fregattenkapitän Erich Topp hatte das Boot nach der deutschen Kapitulation den Alliierten übergeben. Die US Navy überführte es zu Testzwecken nach Florida. Man will sich die technischen Errungenschaften der Nazis für den drohenden Konflikt mit der Sowjetunion zunutze machen. Für den illustren Passagier fährt die U-2513 eigens zu einer Tauchfahrt aus dem Hafen. Ein paar Jahre später wird das Boot, im Rüstungswettlauf nutzlos geworden, zur Zielscheibe eines amerikanischen Raketentests und versenkt. Auf dem streng abgeschirmten Testgelände von White Sands in New Mexico ist man schon seit Kriegsende damit beschäftigt, die deutsche Wunderwaffe V2 zu erforschen. Alle erbeuteten Exemplare haben die Amerikaner aus dem besetzten Thüringen in die USA verbracht. In unterirdischen Fabriken waren die Raketen von KZ-Häftlingen zusammengebaut worden. Die Kenntnisse der deutschen Techniker um Werner von Braun hat sich der US-Geheimdienst in der sogenannten Operation Paperclip gesichert. Keiner der Nazi-Techniker muss seither eine Anklage wegen Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit fürchten. So wird die deutsche Terrorwaffe V2 in den folgenden Jahren zum Ausgangspunkt für das erfolgreiche Raketenprogramm der USA.
Manhattan im Frühjahr 1949. Eine Delegation aus Washington ist auf dem Weg nach Europa. Man will zum 5. Jahrestag der Invasion die Normandie besuchen. Zwischenlandung in New York. Mit dabei ist der ehemalige Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte Dwight D. Eisenhower, dem große politische Ambitionen nachgesagt werden. Am Überseeterminal wird noch rasch das Flugzeug umgetauft, dann begibt sich die hochkarätige Delegation auf ihre Reise über den Atlantik. Gedreht hat diese Bilder der US-Journalist Jack Lieb, der schon 1944 nach dem D-Day eindrucksvolle Farbaufnahmen gemacht hatte. Von diesem Film hier sind nur Fragmente erhalten geblieben. Die eigentliche Reise zum Jahrestag nach Frankreich fehlt. Doch es haben sich Bilder von der ersten Station der Reise erhalten. Vom amerikanischen Hauptquartier in Deutschland, Frankfurt am Main. Antrittsbesuch beim kommandierenden General. Die Stadt liegt noch immer in Trümmern. Doch die Bewohner haben sich in der zerstörten Stadt eingerichtet und mit dem langsamen Wiederaufbau begonnen. Jack Lieb dreht mit seiner kleinen Kamera ein paar zufällige Impressionen. Es sind eindrucksvolle Momentaufnahmen vom Leben in den Westzonen nach der Währungsreform. Der amerikanische Luftwaffenstützpunkt in Frankfurt, die Rhein-Main Air Base, ist seit einem Jahr Schauplatz einer der umfangreichsten Hilfsaktionen der Luftfahrtgeschichte. 300 Flugzeuge versorgen die Westsektoren Berlins aus der Luft. Eine überlebensnotwendige Maßnahme der Briten und Amerikaner. Denn die Sowjets hatten im Mai 1948 alle Land- und Wasserwege in den Westteil der Stadt abgeriegelt, um den Abzug der Alliierten zu erzwingen. Der Codename der Luftbrücke: Operation Vittles, Operation Lebensmittel. Einer der Piloten ist Gail Halvorsen. Und der 27 Jahre alte Mormone aus Utah hat bei seinen Flügen nach Berlin eine 16mm Kamera und Farbfilme dabei. Täglich werden über 4000 Tonnen Lebensmittel und Kohle in die Maschinen vom Typ DC-3 Dakota und in die großen viermotorigen Skymaster verladen. Dann beginnt der risikoreiche Flug. Die Luftbrücke funktioniert im 90-Sekunden-Takt. 3 Flüge pro Tag muss jeder Pilot absolvieren. Die Maschinen sind bis zu 10 Stunden täglich in der Luft, bei fast jedem Wetter. Nicht selten von sowjetischen Abfangjägern bedrängt, landen die sogenannten Rosinenbomber auf dem Flughafen Tempelhof, mitten im amerikanischen Sektor Berlins. Gail Halvorsen wird später von einer regelrechten Cowboy-Aktion sprechen. "20.000 Berliner haben Arbeit bei der Luftbrücke gefunden, entladen die Maschinen im Akkord, für 75 Pfennige die Stunde. Um den reibungslosen Ablauf der Aktion zu garantieren, dürfen die Piloten das Flugfeld nicht verlassen. Für das leibliche Wohl sorgen deutsche Fraulines in fahrbaren Snackbars. Die Flugzeuge sollen nicht länger als eine halbe Stunde in Berlin bleiben. So kann Gail Halvorsen kaum die Stadt selbst in Augenschein nehmen. Einmal fährt er zum Brandenburger Tor, macht dort ein paar Filmaufnahmen. Danach geht es sofort wieder zurück nach Tempelhof. 462 Tage dauert die Luftbrücke. 300.000 Flüge absolvieren die Piloten, doch nicht alle Maschinen erreichen ihr Ziel. Bei Flugzeugabstürzen kommen 78 Menschen ums Leben. Als ob ein fröhlicher, warmer Frühlingswind diese klangvollen Lieder der Jugend herangeweht hätte.
Das hier ist eine andere Welt. Es marschieren die Bannerträger der Freien Deutschen Jugend. Millionen von jungen Frauen und Männern vereinigt diese Organisation unter ihren Fahnen. Demokratisches Deutschland ist der Titel dieser sowjetischen Propagandaproduktion, gedreht 1949. Den Neubeginn in Deutschland will der Film zeigen, die Gründung der DDR. Ganz im Zeichen des sozialistischen Realismus haben die sowjetischen Kameraleute Bilder von Fabriken, den werktätigen Massen und dem selbstlosen Einsatz der Freien Deutschen Jugend gedreht, zuweilen offenkundig auch inszeniert. Die sowjetisch besetzte Zone wird zum fortschrittlichen Teil Deutschlands erklärt und auch so dargestellt. Statthalter Stalins ist die Sozialistische Einheitspartei. An ihrer Spitze Wilhelm Pieck, Otto Grotewohl und Walter Ulbricht. Seit in Bonn die Bundesrepublik Deutschland gegründet worden ist, stellt man im Osten demonstrativ den Willen zur Einheit zur Schau. Noch hofft Stalin auf ein Gesamtdeutschland, das sich seinen Wünschen unterordnet. Als sich abzeichnet, dass die Westalliierten keine Absicht haben, die Offerten aus Moskau ernst zu nehmen, befiehlt Stalin die Gründung der DDR. Am 7. Oktober wird in Berlin die Deutsche Demokratische Republik ausgerufen. Vier Tage später tritt die Nationale Front des demokratischen Deutschland zusammen und wählt Wilhelm Pieck zum ersten Präsidenten der DDR. Von Beruf Tischler war Pieck 1919 Mitbegründer der KPD. Er leitete die Partei im Moskauer Exil und schwieg zu den stalinistischen Säuberungen, denen 70% der deutschen Exilkommunisten zum Opfer fielen. Als Landesvater der DDR wird er nur wenig politische Bedeutung haben. Als jüngste Delegierte gratuliert Margot Feist, die spätere Frau Honecker. Laut Verfassung der DDR ist Deutschland unteilbar. Die Staatsfarben sind schwarz-rot-gold. Hauptstadt der Republik ist Berlin. Dort findet am Abend des 11. Oktober ein Fackelzug zu Ehren des Präsidenten statt. Wenig mehr als 40 Jahre später wird das sozialistische Deutschland an seinen Widersprüchen zugrunde gehen. Fast gleichzeitig feiert auch die Volksrepublik China ihre Gründung. Der Osten ist rot. Nach jahrelangem Bürgerkrieg haben die Kommunisten unter Führung von Mao Zedong die Macht im Reich der Mitte übernommen. 2,5 Millionen Soldaten stehen im Sold der KP und haben Chiang Kai-sheks Kuomintang vertrieben. Als eine der letzten Städte war Peking in die Hände der Volksbefreiungsarmee gefallen. Am 1. Oktober 1949 betritt Mao Zedong als Triumphator das Tor des himmlischen Friedens. Musik
Der Parteichef der chinesischen Kommunisten will China zunächst mit einer Volksfront aus verschiedenen Gruppen und Parteien regieren. Unsere Nation wird niemals wieder eine Nation sein, die sich beleidigen und demütigen lässt, ruft Mao den Massen zu. Wir sind aufgestanden. Dann proklamiert er die Gründung der Volksrepublik China. Der große Vorsitzende errichtet in den nächsten Monaten nach seinem Willen in ganz China die demokratische Diktatur des Volkes und schließt einen Freundschaftsvertrag mit der Sowjetunion. Von Anfang an aber herrscht Rivalität zwischen Mao und Stalin. Was die Propagandabilder nicht zeigen, Maos Vision vom neuen Menschen fordert einen hohen Blutzoll. Chinas proletarische Massen sollen Berge versetzen, Dämme errichten, die Nation zu Höchstleistungen anspornen. Im sogenannten großen Sprung nach vorn und der proletarischen Kulturrevolution wird diese menschenverachtende Politik Millionen Tote fordern. Am 1. Mai 1950 ist die chinesische Volksarmee auf dem Platz des Himmlischen Friedens zu einer Militärparade aufmarschiert. Die chinesische Führung ist entschlossen, schon bald Tibet zu besetzen und irgendwann auch die abtrünnige Insel Taiwan zu erobern. Weitere Expansionspläne hegt Mao nicht. So wird er vom Krieg in Korea völlig überrascht und lässt sich doch tief darin verstricken. Das kommunistische Nordkorea hatte Ende Juni 1950 den Süden des Landes überfallen und war in die Hauptstadt Seoul einmarschiert. Im Auftrag der Vereinten Nationen schicken die USA 250.000 Soldaten auf den Kriegsschauplatz und zwingen die Nordkoreaner zum Rückzug. Die Volksrepublik China kommt dem sozialistischen Bruderland ebenfalls mit einer 250.000 Volksarmisten zu Hilfe. Der Kalte Krieg ist erstmals seit 1945 heiß geworden. Der amerikanische Regiealtmeister John Ford ist mit seinen Kameraleuten vor Ort, um den Kampf der US Marines für einen Dokumentarfilm in Szene zu setzen. Und für This is Korea gelingen den Hollywood-Profis eindrucksvolle Farbaufnahmen. Die Verluste der US-Streitkräfte sind hoch. Allein in den ersten zwei Monaten des Krieges kommen 15.000 GIs ums Leben. Soldaten, die schon den Zweiten Weltkrieg in Europa überlebt haben, berichten später, dass der Krieg in Korea noch härter gewesen sei. Gefangene Nordkoreaner werden verhört. Symbolbilder für den amerikanischen Antikommunismus und für John Fords patriotische Gesinnung. Bilder aus der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Nordkoreanische Truppen hatten sie nach der Invasion im Handstreich eingenommen. Doch die Truppen von US-General Douglas MacArthur konnten die Besatzer innerhalb weniger Tage aus der Stadt vertreiben.
Jetzt werden auch immer mehr südkoreanische Freiwillige rekrutiert, die an der Seite der Amerikaner in den Krieg ziehen werden. Schier endlose Kolonnen marschieren nach Norden. Nur selten gelingen den Kameraleuten von John Ford Bilder vom Leben und Leiden der Zivilbevölkerung. Fürs heimische Kinopublikum drehen sie Szenen in einem Waisenhaus, das von katholischen Nonnen geleitet wird. Natürlich werden die GIs als Befreier begrüßt und überraschen die Kinder mit den Segnungen des amerikanischen Way of Life. In den Filmaufnahmen von Regisseur John Ford befinden sich die Marines immer auf dem Vormarsch. Doch die Realität sieht anders aus. Maos Soldaten verwickeln die USA in einen aussichtslosen Kampf. Vergeblich fordert General MacArthur den Einsatz von Atomwaffen. 2,5 Jahre wird sich der Krieg in Korea hinziehen. Erst 1953 schließen die Konfliktparteien einen Waffenstillstand, der den Vorkriegszustand wiederherstellt. Bis heute. In Ost-Berlin hat die schöne neue Welt des Sozialismus Einzug gehalten. Das jedenfalls zeigen diese Aufnahmen des holländischen Dokumentarfilmers Joris Evens. Die Jugend der DDR hilft freudig beim Bau eines neuen Stadions. Für die 3. Weltjugendfestspiele, die hier im August 1951 stattfinden sollen. Kein Zwang und kein Drill, der eigene will, bestimme dein Leben fortan. Ganz Ost-Berlin putzt sich heraus. Letzte Halden von Kriegsschutt werden von freiwilligen Helfern beseitigt. Die DDR will sich der sozialistischen Welt von ihrer schönsten Seite präsentieren. Vierzehn Tage lang zelebriert die sozialistische Jugend aller Herren Länder den Geist des Stalinismus. Mit endlosen Aufmärschen und lebenden Bildern. Die DDR-Führung genießt sichtlich das internationale Flair der Veranstaltung. Denn in der westlichen Welt bleibt ihr die Anerkennung auch weiterhin versagt. Die Blühen des Lieb und die Nacht in der Sonne, das sieht man.
Für seinen Film schickt Regisseur Joris Ivens seine Kameraleute auch in den Westteil der Stadt. Sie sollen den Polizeistaat diskreditieren und den dekadenten Lebensstil des Kapitalismus dokumentieren. Und der Regisseur bekommt die gewünschten Szenen aus dem Sündenbabel West-Berlin. Freudlosigkeit und Gewalt, Prostitution und Arbeitslosigkeit, so suggeriert das fertige Filmwerk, beherrschen die Stadt. Doch diese Propaganda wirkt noch harmlos im Vergleich zu einem Film, der 1952 als DDR-Produktion entsteht. Heimat, wir schützen dich, so heißt der Streifen, berichtet vom 4. Parlament der FDJ in Leipzig. Und die Aufnahmen erinnern irgendwie an Leni Riefenstahls Nazi-Eloge Triumph des Willens. Diesmal ganz im Zeichen des Stalinismus. Die Aktionseinheit im Kampf gegen den Generalkriegsvertrag und für einen Friedensvertrag, das ist in dieser entscheidenden Stunde die Aufgabe der gesamten deutschen Arbeiterklasse und auch der deutschen Jugend. Auf bizarre Weise dokumentiert der Film die Militarisierung der DDR-Jugend. Die junge Garde steht kampfbereit. Sie wird nicht zulassen, dass der Feind wie die Nacht in den jungen Tag des Volkes einbricht. Auf Beschluss des 4. Parlaments übernahm die Freie Deutsche Jugend die Patenschaft über die deutsche Volkspolizei, die Volk und Heimat mit der Waffe in der Hand schützt. Immer voran der Vorsitzende Erich Honecker und seine spätere Ehefrau Margot. Margot Feist verlas die Grußbotschaft an den Genossen Stalin. Major Josef Vissarionowitsch Stalin, nehmen Sie unser heiliges Versprechen entgegen, dass wir in unerschütterlicher Liebe und Treue zur großen sozialistischen Sowjetunion, unserer Heimat und den Frieden gegen die verbrecherischen Absichten der amerikanischen und deutschen Imperialisten bis zum Äußersten verteidigen werden. Es lebe die ruhmreiche, mächtige Sowjetunion, die das weltumspannende Lager des Friedens führt. Es lebe der beste Freund des deutschen Volkes, der Freund aller jungen Menschen, der große Stalin. 4 Tage ernster Beratung fanden mit der Verleihung des Stalin-Banners an den besten Landesverband der FDJ ihren feierlichen Abschluss. Stalin-Banner weht über Sachsen-Anhalt. Auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs übernimmt Anfang 1953 ein Veteran des Zweiten Weltkrieges das Amt des US-Präsidenten. Für die Republikanische Partei hat der ehemalige Generalstabschef Dwight D. Eisenhower die Wahlen gewonnen und ist als populärer Held der amerikanischen Antikommunisten ins Weiße Haus eingezogen. Seinen Wählern hatte er eine radikale Politik der Befreiung versprochen. Doch kaum im Amt setzt auch der neue Präsident auf die Doktrin der Truman-Regierung. Politik der konsequenten Eindämmung Moskauer Expansionsversuche. Die Wiederbewaffnung Westdeutschlands soll ein unmissverständliches Signal sein für Moskau. Die Aufrüstung der US-Streitkräfte soll weiter vorangetrieben werden. Und obwohl die Sowjets das Atomwaffenmonopol der USA längst gebrochen haben, verstärken Eisenhower und seine Militärs systematisch die amerikanische Atomstreitmacht. Es sind noch 2 Minuten. Kniet euch alle in die Schutzgräben, schaut nach unten, bleibt unten.
Bilder von einem amerikanischen Atomtest in der Wüste von Nevada. US-Soldaten werden zu Versuchskaninchen. Man will die Wirkung einer nuklearen Explosion auf feindliche Streitkräfte studieren. Solche Filmaufnahmen sind top secret und werden erst Jahrzehnte später freigegeben. Dokumentieren Sie doch, mit welcher Bedenkenlosigkeit die USA ihre Soldaten der radioaktiven Strahlung ausgesetzt haben, um das atomare Wettrüsten mit der Sowjetunion für sich zu entscheiden. Nach der Explosion müssen die Soldaten dann offenbar ohne sichtbare Schutzmaßnahmen auch noch die Trümmer von Testobjekten inspizieren, die von der atomaren Detonation zerstört oder verformt wurden. Es lässt sich nur spekulieren, wie viele der GIs an den Spätfolgen solcher Einsätze gestorben sind. Der Feind im Kalten Krieg, der mit solchen Atomtests abgeschreckt werden soll, sucht seinen Vorteil besonders intensiv auf dem Schlachtfeld der Propaganda. Und in Archiven der ehemaligen DDR haben sich einige der bizarrsten Beispiele erhalten. So auch ein Film, der sich 1953 den amerikanischen Besatzungstruppen in Westdeutschland widmet: Unsere Heimat. Wie schön und wie reich sind unsere Städte ohne jene ungebetenen Gäste aus Amerika, die sich überall breit machen. Frankfurt, die Geburtsstadt Goethes, soll nach ihrem und Adenauers Willen eine amerikanische Stadt werden. Der malerische alte Stadtkern am Römerberg ist durch ihre Luftangriffe ein Trümmerhaufen. Ohne Rücksicht auf die bauliche Vergangenheit setzen sie ihre klotzigen Kästen aus Beton und Stahl neben den schönen alten Eschenheimer Turm. Unser Land wird ein Aufmarschgebiet der Amerikaner. Marschieren nicht ihre Truppen durch deutsche Dörfer, so dass diese alte Mutter nicht mehr weiß, wohin? Sie wollen Krieg. Krieg in Deutschland. Als Ziel für ihre Atomkanonen der Kölner Dom. Vor ihren Rohren der Frieden unserer Heimat. Das Vaterland in höchster Gefahr. Du stehst am Wendepunkt. Bruderkrieg nach innen, Raubkrieg nach außen. Das will Eisenhower, das will Adenauer. Was wäre dann unsere schöne, friedliche deutsche Heimat? Ein einziges Trümmerfeld, ein Todesacker. Unser Volk aber will leben. Es kämpft im Westen. Es kämpft auf der Straße, in den Fabriken. Kränze, soweit das Auge reicht. Ein Meer von Blumen bedeckt den Roten Platz. Das Sowjetreich und seine Verbündeten trauern. Am 5. März 1953 hatte der Kreml in Moskau überraschend den Tod des allmächtigen Sowjetführers bekannt gegeben. Josef Stalin war den Folgen eines Schlaganfalls erlegen. Stundenlang hatten ihn die Mitglieder des Politbüros im Wissen um seinen Zustand ohne ärztliche Versorgung gelassen. Jetzt bereiten sie ihm einen pompösen Abschied. Die sozialistische Welt hält den Atem an. Auch die Führung aus Ost-Berlin ist nach Moskau geeilt, um ihre Zukunft bei den neuen Machthabern im Kreml zu sichern. Nur zu gut wissen Walter Ulbricht und seine Genossen, wie instabil die Lage in der DDR ist.
Die Verheißungen des Sozialismus haben nicht nur dort an Wirkungskraft längst verloren. Doch die Teilung der Welt in zwei unversöhnliche Machtblöcke ist auch nach dem Ende von Stalins Diktatur nicht überwunden. Der Kalte Krieg, so fürchten viele, wird nach dem Tod des Kremlherrschers in eine neue Phase treten. Mit unvorhersehbarem Ausgang. Nach den Trauerzeremonien im ganzen Land wird man den genialen Führer ins Mausoleum an der Kremlmauer bringen und 8 Monate lang einbalsamieren. Bis zum Ende der Zeiten soll die sterbliche Hülle Stalins dort an der Seite Lenins liegen. Es werden gerade mal 8 Jahre sein. Schon kurz nach Stalins Tod bricht im Kreml ein offener Machtkampf um die Führung aus. Im Juni 1953 wird der gefürchtete Geheimdienstchef Lavrenti Beria gestürzt und bald darauf erschossen. Als im Sommer 1954 in Moskau die große Sportparade der Sowjetunion eröffnet wird, präsentiert sich dem Volk eine scheinbar geschlossene Führung, eingerahmt von Parteichefs aus den Bruderländern. Mit dabei auch Walter Ulbricht, der erst vor ein paar Monaten die schwerste Krise der DDR überwunden hatte, als der Aufstand Berliner Bauarbeiter im Juni 1953 von sowjetischen Panzern niedergewalzt wurde. Nikolai Bulganin, Gregory Maljenkow und Nikita Chruschtschow leiten gemeinsam die Geschicke des Sowjetimperiums und von der Bevölkerung unbemerkt haben sie längst einen Prozess der Entstalinisierung eingeleitet. Vorsichtig. Einheit und Stärke des sowjetischen Machtblocks wollen auch sie nicht geschmälert sehen. Abweichler werden nicht geduldet. So erfreut man sich wie eh und je an Massenaufmärschen und lebenden Bildern. Der schöne Schein des Sozialismus bleibt gewahrt. Tote Geleise, unterbrochene Stromleitungen, Militärpatrouillen und Wachtürme. Die deutsch-deutsche Zonengrenze, Trennlinie zwischen Ost und West. Ein Kamerateam der Deutschen Wochenschau macht hier Mitte der 50er Jahre Filmaufnahmen in 35 mm Farbe. Begegnung mit Deutschland soll das Werk einmal heißen. Seit Kriegsende ist das Land geteilt. Die Bundesrepublik hat sich den westlichen Demokratien angeschlossen.
Jenseits des Eisernen Vorhangs beginnt der Machtbereich des Kommunismus. Mitten durch Deutschland zieht sich eine unüberwindliche Grenze aus Stacheldraht. An der Spitze der Bonner Republik steht ein fast 80 Jahre alter Politiker. Flughafen Köln-Wahn. Wenige Tage nach Abschluss der Pariser Verträge, die der Bundesrepublik Gleichberechtigung und Sicherheit durch das Bündnis mit der freien Welt bringen, startet Bundeskanzler Dr. Adenauer nach den Vereinigten Staaten von Amerika. Das Weiße Haus, der Amtssitz des Präsidenten der USA. Schwarz-Rot-Gold und das Sternenbanner am Wagen des Bundeskanzlers, Symbole für Freundschaft und Vertrauen. Konrad Adenauer hat die Westintegration der jungen Bundesrepublik gegen heftige Widerstände durchgesetzt. 10 Jahre nach Kriegsende sind die Deutschen wieder souverän und verfügen über eigene Streitkräfte. US-Präsident Eisenhower empfängt den Gast aus Bonn als gleichberechtigten Partner, ist er doch ein zuverlässiger Verbündeter an der europäischen Front des Kalten Krieges. Im Zentrum des Ost-West-Konflikts steht Berlin. Bilder aus dem Westteil der Stadt gedreht vom Kamerateam der Wochenschau. Das miefige Flair der 50er Jahre auf dem Kurfürstendamm. West-Berlin ist die demokratische Insel im Roten Meer, vom Osten verteufelt als Tummelplatz westlicher Agenten und Frontstadt des Kapitalismus. Die Sektorengrenze ist das letzte verbliebene Schlupfloch zwischen Ost und West. Die Narben des Zweiten Weltkrieges sind hier unübersehbar. Der Potsdamer Platz, einst Berlins pulsierende Mitte, ist noch immer ein Ruinenfeld. Seit der Aufstand Ostberliner Arbeiter am 17. Juni 1953 von sowjetischen Panzern niedergeschlagen wurde, sind die Flüchtlingszahlen sprunghaft gestiegen, trotz aller Schikanen der DDR-Behörden. Allein 1955 haben über 250.000 Menschen dem Sozialismus den Rücken gekehrt, um ihr Glück im Westen zu suchen. Die Aufnahmelager sind überfüllt. Das Schicksal der geteilten Stadt und ihrer Bewohner ist in den 50er Jahren ein beliebtes Thema der Propaganda von Ost und West. Und die treibt bisweilen bizarre Blüten. Der Preis der Freiheit heißt dieser amerikanische Film, mit Schauspielern gedreht an Originalschauplätzen. Larry Miller, ein Geschäftsmann aus Kansas, gerät zufällig nach Ost-Berlin. So, das ist also der Eiserne Vorhang, wenn ich das meinen Leuten zu Hause erzähle. Jetzt, wo ich schon mal hier bin, kann ich mich ja mal umsehen. Neugierig auf die Welt jenseits des Brandenburger Tores wandert Miller über den Potsdamer Platz. Rein zufällig gerät er in eine volkseigene Fabrik, wo gerade die Ostberlinerin Elsa auf einer kommunistischen Betriebsversammlung angeklagt wird. Du redest wie ein Verräter. Solche Worte helfen nur dem kapitalistischen Feind. Siehst du denn nicht, dass du die ganze Fabrik entehrst? Sie muss sofort entlassen werden. Wir, die wir für den Frieden kämpfen, können mit der nicht mehr zusammenarbeiten. Elsa, hörst du die Radiosendungen der Stimme Amerikas? Liest du kapitalistische Propagandahefte oder Zeitungen? Nein. Woher hast du dann diese gefährlichen reaktionären Ideen? Larry folgt Elsa in ein Café. Dort kommt es zu einem Gespräch, das heute unfreiwillig komisch wirkt. Antikommunistische Propaganda pur. Was wird jetzt mit dir passieren? Was werden sie mit dir machen? Ein Verhör durch das Komitee. Noch mehr Fangfragen und wenn die erfolgreich sind, vielleicht Arbeitslager, vielleicht Schlimmeres. Der real existierende Sozialismus wird am 1. Mai 1956 in Ost-Berlin mit einer großen Militärparade gefeiert. Lange Zeit hatte die DDR im Geheimen aufgerüstet. Jetzt präsentiert sich stolz die neu gegründete Nationale Volksarmee. Die Führung der DDR hat das alte Stadtschloss der Hohenzollern sprengen lassen und veranstaltet jetzt hier im Herzen Berlins
ihre Massenaufmärsche. Präsident Pieck, Ministerpräsident Grotewohl und SED-Generalsekretär Walter Ulbricht nehmen die Parade ab. Mit traditionellem Liedgut und preußischem Stechschritt präsentieren sich die DDR-Soldaten. An der Spitze der NVA Verteidigungsminister Willi Stoff. Schon mit 17 war der Maurerlehrling in die KPD eingetreten. Im Zweiten Weltkrieg dann Soldat in der Wehrmacht. Als Ministerpräsident der DDR wird er bis 1989 einer der engsten Mitarbeiter von Erich Honecker bleiben. In Wirklichkeit garantieren allein die sowjetischen Streitkräfte die Existenz der DDR. Die Nationale Volksarmee untersteht der militärischen Führung des Warschauer Paktes und verfügt über keinen eigenen Generalstab. In der Stalinallee, der ersten sozialistischen Straße Deutschlands, macht im Sommer 1956 Hans-Joachim Hartwig Farbaufnahmen. Ehefrau Gertrud posiert mit dem kleinen Jürgen für die Kamera. Ganz nach sowjetischem Vorbild wurde die Stalinallee im Zuckerbäckerstil errichtet und dient der DDR als Schaufenster der Republik. Die Geschäfte werden bevorzugt beliefert und so geht auch Familie Hartwig dort gerne einkaufen. Vater Hans-Joachim ist Kameraassistent beim DDR-Fernsehen und in seiner Freizeit ein begeisterter Amateurfilmer. So dokumentiert er auch eine Fahrt zum Müggelsee an Bord des Ausflugsdampfers Karl Marx. Nur ein paar Kilometer jenseits der Sektorengrenze, unterm Funkturm haben sich in- und ausländische Firmen zur internationalen Bauausstellung 1957 zusammengefunden. Für West-Berlin ein Großereignis. Man ist stolz auf das deutsche Wirtschaftswunder. So ist auch Friedrich Reinhold Brumme nach Berlin gereist, um in einer der riesigen Ausstellungshallen seine Produkte zu präsentieren. Und der Unternehmer aus Velbert im Rheinland hat seine kleine Amateurkamera und Farbfilme im Gepäck. Brumme hatte nach dem Krieg zunächst eine Fabrik für Türschlösser aufgebaut. Doch dann stellte der passionierte Bastler sein Unternehmen auf die Produktion moderner Kunststoffgriffe für Türen und Fenster um, die vor allem in Westdeutschland zum Verkaufsschlager werden sollen. Spektakulärer Mittelpunkt der Bauausstellung ist das Freigelände im Hansaviertel. Hier haben sich weltbekannte Architekten wie Le Corbusier und Walter Gropius mit ihren Entwürfen verewigt. Als besondere Attraktion gilt der Schaukran, der die Besucher hoch über die Stadt hebt. Was noch vor wenigen Jahren eine Trümmerwüste war, ist jetzt zum zukunftsweisenden Stadtviertel geworden. Symbol für den Wiederaufstieg Deutschlands. Wir sind wieder wer. Nach Stalins Tod hatte die Kremlführung zunächst den harten Kurs des Diktators beibehalten. Inzwischen zeigt man sich in Moskau dem Westen gegenüber gesprächsbereit. So dürfen nach dem Besuch Konrad Adenauers auch die letzten deutschen Kriegsgefangenen in die Heimat zurückkehren. Auf dem 20. Parteitag der KPdSU geißelt Nikita Chruschtschow den Stalinismus und erteilt jedwedem Personenkult eine Absage. Die Menschen in den sozialistischen Bruderländern hoffen auf eine Periode des Tauwetters zwischen Ost und West und auf Veränderungen.
Doch als sowjetische Truppen im November 1956 die reformwillige Regierung in Budapest stürzen, erweisen sich die Hoffnungen der Menschen schnell als Illusionen. Die USA vertrauen nach wie vor auf die abschreckende Wirkung ihrer nuklearen Streitmacht. Sie haben einen Logenplatz für eines der bedeutsamsten Ereignisse in der Wissenschaftsgeschichte. In weniger als einer Minute werden Sie Zeugen der gewaltigsten Explosion sein, die je ein menschliches Auge gesehen hat. Filmaufnahmen von der Explosion einer amerikanischen Wasserstoffbombe in der Südsee. Seit 1952 führen die USA hier ihre Nukleartests durch. Bis zu 15 Megatonnen reicht die Zerstörungskraft. Die Strategie der USA ist eindeutig definiert. Sollte die Sowjetunion einen Angriff auf ein verbündetes Land wagen, so muss sie massive Vergeltungsmaßnahmen fürchten. Selbst ein begrenzter Überfall könnte dann den globalen Einsatz von Atomwaffen nach sich ziehen. Einige Testbomben werden von B-52-Bombern abgeworfen, andere aus Heißluftballons. Allein 1958 führen die USA 35 Atomtests in der Südsee durch. Dann entschließt sich Präsident Eisenhower zu einem Moratorium, damit auch die Sowjetunion ihre Tests einstellt. Die Arsenale der Supermächte sind reich bestückt mit nuklearen Raketen, die jedes Ziel in der Welt angreifen, jede Stadt dem Erdboden gleichmachen können. Und den Strategen der NATO bereitet die exponierte Lage einer Stadt besondere Sorgen: Berlin. Willy Krause, 36 Jahre alt, hätte sich als Junge nicht träumen lassen, dass er einmal seine Familie, vielleicht sogar seine ganze Straße mit Milch versorgen würde. Wartesaal der Weltgeschichte heißt dieser Film, hergestellt im Auftrag der Landesbildstelle West-Berlin. Nur eine einzige Kopie ist erhalten geblieben. Als er aus Novosibirsk 51 zurückkam, fand er sich in der neuen Zeit nicht leicht zurecht. Es gab in Berlin zwei Verwaltungen, zwei Währungen, zwei Bürgermeister, zwei Polizeipräsidenten und Grenzen. Grenzen mitten in der Stadt. Aber die Menschen versuchen, über die Grenzschilder hinweg zusammenzubleiben. Kinder aus dem Westsektor laden ihre Freunde von drüben zu Kakao und Kuchen ein. Aber auch sie drehen sich wie die Großen im Kreise auf ihre Insel. Der Film ist ein einzigartiges Dokument aus dem Berlin der späten 50er Jahre, ganz im Stil der Zeit. Was kosten die denn? Oh, vielleicht ja, die Freiheitsglocke. Ach, was nutzt das alles? 15 Jahre ist der Krieg vorbei. Und ich kann noch nicht mal mit meiner Mutter im Ostsektor telefonieren. Das stimmt schon. Aber mit der Zone geht's. Berlin hat längst ein neues Gesicht. Über 22.000 Wohnungen jährlich. Farbenfroh, großflächig, modern in der Form, erbaut von Architekten aus aller Welt. Was in Rio de Janeiro oder Marseille, in Helsinki oder Stockholm begeistert, findet auch hier Zustimmung. Das ist es. 12, 14, 16. Du, da möchte ich eine Wohnung haben, wenn ich mit der Uni fertig bin. Ha, wer möchte das nicht? Aber das ist bestimmt ausverkauft bis... Wollen Sie wirklich in so einer Wohnmaschine? Na, uns gefällt's. Dass die Stadt im Brennpunkt des Kalten Krieges steht, sich Berlin-Krise an Berlin-Krise reiht, im Film ist davon kaum etwas zu spüren. Hier herrscht noch das Prinzip Hoffnung. Noch jemand? Der Setzer Müller hat wieder mal Nachtschicht gehabt. Moin, mach's gut.
Und wenn die Rotationsmaschinen ein paar Viertelstunden später auf vollen Touren laufen, ist er auf dem Nachhauseweg. Nach Hause ist für Fritz Müller sehr weit. Er wohnt im Ostsektor und er arbeitet wie zehntausende Grenzgänger in West-Berlin. Nach einer Nacht zwischen Papier, Blei und Terpentin, so ist das jeden Morgen, steht er auf der Plattform der 99 und liest seine Zeitung. Manchmal schüttelt er den Kopf. Es ist die gleiche Sprache, es sind die gleichen Worte, die hier wie drüben gedruckt werden. Manchmal sogar die gleichen Sätze. Aber sie bedeuten nicht das Gleiche. Und darum muss er auch seine Zeitung hier lassen. Er muss ein paar hundert Meter über die Sektorengrenze zu Fuß gehen, dahin, wo er wohnt. Aber er weiß auch, wo er hingehört. Das ist nicht dasselbe. Er ist einer von 4 Millionen. Alle sind Berliner. Alle hoffen, das Leben, das normale Leben beginnt morgen. Auch dieser Film aus dem Jahr 1959 will das alltägliche Leben in Berlin dokumentieren. Ein neuer Tag beginnt. Ein Tag wie jeder andere. Die Stadt beginnt sich zu regen, sie macht sich an ihr Tagewerk. Interview mit Berlin heißt der Streifen aus DEFA Produktion und er zeigt eine ganz andere Sicht der Dinge, die Version Ost. Berlin, das die Hohenzollern und Hitler überlebte, seit über 10 Jahren zweigeteilt, seit 10 Jahren Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik. Mitten durch die Stadt, mitten durch das Leben schneidet die Sektorengrenze. Diese Straßenbahn muss am Potsdamer Platz umkehren, sie darf nicht weiterfahren. Der Widersinn der Spaltung unserer Stadt, der systematischen Störungen, wie sie von den Chefs der Frontstadt West-Berlin betrieben werden, hier ist er mit Händen zu greifen. Nicht ein eiserner Vorhang trennt Berlin, wie die Unruhestifter der Welt weismachen wollen. Hier ist die Sektorengrenze so schmal wie eine Glasscheibe. Der Laden liegt im Osten, die Betrachter stehen im Westen. Interview mit Berlin beschwört die heile Welt des Arbeiter- und Bauernstaats. Doch die schönen Bilder aus der Stalinallee können nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die DDR 10 Jahre nach ihrer Gründung in ernsten Schwierigkeiten befindet. Seit 1949 haben über 2 Millionen Menschen das Land verlassen. Sie können keine Zukunft mehr im Sozialismus erkennen. Nikita Chruschtschow zu Besuch bei den Genossen in Ost-Berlin. Solange die Sektorengrenze noch offen sei, so warnt der sowjetische Partei- und Regierungschef, könne man nicht mit dem Kapitalismus konkurrieren. Vergeblich hatte er im November 1958 die Westalliierten zum Verlassen Berlins aufgefordert, binnen 6 Monaten. Andernfalls werde man der DDR alle sowjetischen Berlin-Rechte übertragen. Das Ultimatum verstreicht. Doch die SED-Führung drängt zum Handeln. West-Berlin, so schimpft Walter Ulbricht, sei eine Eiterbeule. Seit sie eine neue Geheimwaffe einsetzen, glauben sich die USA über die Stärke des Gegners gut informiert. Ein unscheinbarer Jet, genannt U-2, ist mit hochempfindlichen Spezialinstrumenten und Kameras ausgestattet und fliegt als Wetterflugzeug getarnt Einsätze über der Sowjetunion. Den Piloten fordert die Maschine höchstes fliegerisches Geschick ab. Denn die Spähflüge tief im Feindesland können bis zu 10 Stunden dauern. Immer wieder werden deshalb die gefährlichen Manöver auch über Kalifornien geübt. Ein Kamerateam der US Air Force dreht diese Aufnahmen 1960 fürs Archiv. Die hochauflösenden Kameras liefern kilometerlange Filmrollen mit Bildern geparkter Bomber und Abfangjäger, von Panzerschmieden, von Raketenstellungen, von Kasernen und Manövern. Zunächst hatten die Militärs geglaubt, dass die Spionageflugzeuge in 23 Kilometern Höhe unerkannt bleiben würden.
Doch sowjetisches Radar konnte schon den ersten Flug der U-2 erfassen. Trotzdem machen die Jets ungehindert Aufnahmen von geheimen Militäranlagen. Und obwohl am 1. Mai 1960 eine U-2 in sowjetischem Luftraum zum Absturz gebracht wird, setzen die Amerikaner das erfolgreiche Projekt ungerührt fort. Der neue amerikanische Präsident, John F. Kennedy, hält an der Militärstrategie seines Vorgängers fest. Massive Aufrüstung soll den Sowjets jeden Gedanken an eine militärische Aktion gegen West-Berlin vergällen. Doch anders als General Eisenhower ist der charismatische Kennedy eine Identifikationsfigur gerade für die jungen Amerikaner. Seine Entschlossenheit überträgt sich auf die gesamte Nation. Wie ein Popstar wird der Präsident gefeiert. Die Kennedys gelten als die Royal Family der USA. Töchterchen Caroline und Sohn John John sind die Lieblinge Amerikas. Nikita Chruschtschow fühlt sich dem jungen, vermeintlich unerfahrenen Kennedy weit überlegen. Hat doch die Sowjetunion gerade erst einen ihrer größten Erfolge im Wettlauf der Supermächte feiern können. Den ersten bemannten Raumflug der Weltgeschichte. So ist am 1. Mai 1961 der Kosmonaut Juri Gagarin umjubelter Ehrengast auf dem Lenin-Mausoleum, während sowjetische Atomraketen über den Roten Platz gefahren werden. Eine unmissverständliche Warnung an die USA. Den Höhepunkt der Mai-Parade bildet die Vorführung einer Nachbildung von Gagarins Pilotenkapsel Vostok 1. Junge Pioniere in Raumanzügen überreichen Blumengebinde an die Kreml-Führung. Noch bevor die Amerikaner im Gegenzug einen ihrer Astronauten ins All befördern können, fliegt ein zweiter sowjetischer Kosmonaut. German Titow startet am 6. August 1961 und umkreist in 25 Stunden den Planeten 17 Mal. Nach seiner Rückkehr ist der Jubel unbeschreiblich. An der Seite von Nikita Chruschtschow werden Titow und seine Frau durch die Straßen Moskaus gefahren. Man wähnt sich unüberwindbar. Ein Fahrt in den Kreml. Für die Sowjetführung sind solche Erfolge unbezahlbar, denn sie sollen der Bevölkerung die Überlegenheit des Systems suggerieren. In Wahrheit kaschieren sie nur die Alltagsprobleme im Sozialismus. German Titow erhält den höchsten Orden des Landes aus der Hand des kommenden Mannes im Kreml, Leonid Brezhnev. Seltene Farbaufnahmen von einem Manöver sowjetischer Fallschirmjäger irgendwo in Russland. Gedreht für einen Propagandafilm im Frühjahr 1961.
Vor allem in West-Berlin sieht man solche Bilder mit Sorge. Ein plötzlicher Überfall sowjetischer Streitkräfte scheint dort keineswegs ausgeschlossen. Chruschtschow hält an seinem Vorhaben fest, den Abzug der Westalliierten aus Berlin zu erzwingen. Im Juni 1961 droht er Kennedy unverhohlen mit Krieg, sollten sich die Amerikaner seinen Plänen widersetzen. Berlin im Sommer 1961. Britische und amerikanische Streitkräfte bei einem Manöver im Grunewald. Die Alliierten signalisieren den Sowjets, dass sie West-Berlin nur mit Gewalt in ihre Hand bekommen können. Wieder und wieder trainieren die GIs den Häuserkampf, so als stehe schon bald ein Einsatz bevor. Ein britisches Kamerateam begleitet Anfang August Militärpolizisten auf Streife an der Zonengrenze. City in Crisis soll ihr Beitrag heißen, eine Stadt in der Krise. Für die Serie Look at Life drehen sie wie immer in Farbe. Die Lage in Berlin ist äußerst gespannt. Schon früher war die Sektorengrenze gesperrt worden, doch immer nur für einige Tage. Niemand weiß, wie lange das Schlupfloch West-Berlin noch offen bleibt. Die meisten Flüchtlinge fahren mit der S-Bahn direkt zum Notaufnahmelager in Marienfelde. Dort werden sie registriert, später nach Westdeutschland ausgeflogen. In diesem Jahr sind es schon 200.000. Inzwischen kommen bis zu 13.000 am Tag. Die Operation Rose beginnt am 13. August. Die DDR-Führung hatte endlich aus Moskau grünes Licht erhalten für eine spektakuläre Aktion. Das britische Kamerateam wird zufällig Zeuge der dramatischen Ereignisse. Seit den frühen Morgenstunden errichten Betriebskampfgruppen und Einheiten der NVA mit Stacheldraht Absperrungen entlang der Sektorengrenze. Zum Entsetzen der Berliner beginnen Bauarbeiter damit, dort eine Mauer zu errichten. Die Teilung wird zementiert. Zwei Wochen später dreht ein enger Mitarbeiter von Ludwig Erhard diese Aufnahmen am Brandenburger Tor. Der Wirtschaftsminister ist eigentlich nach Berlin gereist, um die erste Funkausstellung der Nachkriegszeit zu eröffnen. Jetzt besichtigt er mit Willy Brandt die Sperranlagen. Noch am Tag des Mauerbaus hatte der regierende Bürgermeister die Alliierten angefleht, etwas zu unternehmen. Doch vor allem die Amerikaner sind zögerlich. Die Mauer sei zwar keine schöne Lösung, lässt Kennedy ausrichten, aber immer noch besser als Krieg. Am Checkpoint Charlie stehen sich Schützenpanzer der NVA und die Tanks der Amerikaner bedrohlich nahe gegenüber. Zwei Monate später, am 27. Oktober 1961, wird es hier zu einer ersten Konfrontation kommen. Plötzlich ist die Welt einem Nuklearkrieg doch gefährlich nah. Berlin im Winter 1961. Der US-Offizier Jim Atwood macht mit seiner Amateurkamera Aufnahmen. Hier in der Bernauer Straße haben sich gleich nach dem Mauerbau erschütternde Szenen abgespielt. Die Häuser gehören zum Ostteil der Stadt, die Straße zum Westen. So konnten hier in den ersten Tagen nach dem 13. August noch viele Menschen in die Freiheit fliehen. Für die 80-jährige Olga Segler wurde es am 25. September 1961 ein Sturz in den Tod, als sie das rettende Sprungtuch verfehlte. Jetzt sind die Fenster zugemauert.
165 Kilometer Betonmauer, bewehrt mit Wachtürmen und Panzersperren, trennen schließlich die Berliner und damit alle Deutschen. Die Mauer reißt Geschwister, Liebende und Freunde auseinander. 28 Jahre lang. Berlin, fast ein Jahr später. Ende August 1962 dreht ein Kamerateam der US-Streitkräfte Farbaufnahmen in der geteilten Stadt in 35mm Farbe. Sie sollen den Status quo nach dem Mauerbau dokumentieren. Die Sperranlagen zwischen Ost und West sind undurchdringlich geworden. Antifaschistischer Schutzwall heißt das monströse Bauwerk im Jargon der DDR. Die Westalliierten haben nichts gegen die brutale Aktion unternommen. Sie garantieren die Sicherheit ihrer Sektoren. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Die DDR hat ihre Bürger eingemauert. Bewaffnete Grenztruppen haben den Befehl, rücksichtslos von der Schusswaffe Gebrauch zu machen. Zehntausende werden trotzdem versuchen, das Bollwerk zu überwinden. Auf der Flucht in die Freiheit werden Hunderte ihr Leben lassen. Bis 1989 bleibt die Mauer die Nahtstelle zwischen Ost und West. Das furchtbare Symbol für den Kalten Krieg.